Himmlisch, himmlisch. Jetzt kriege ich doch ein bisschen eine Panik. Hallöchen Leute und willkommen zurück bei einem neuen YouTube-Video. Ich muss schon sagen, ich hätte dieses Video wahrscheinlich im Sommer drehen sollen. Nicht im Winter, wenn es gerade bei mir im Zimmer circa 18 Grad hat. Und ich mir sowieso schon meinen Popo abfriere. Ich habe nämlich so ein Video gesehen. Und zwar erstens bei meiner Freundin Isabel, also Beauty Bands. Und bei James Charles. Da haben sie ihr Make-up eingefroren. Und mit diesem eingefrorenen Make-up haben sie sich dann geschminkt. Und ich dachte mir so, während dem Zuschauen, komm, das machen wir jetzt auch. Deswegen habe ich mir mein Make-up gepackt, von jeder Kategorie ein Produkt ausgesucht, habe diese Produkte dann in mein Gefrierfach gesteckt und da waren sie jetzt auch eine Weile. Hier ist der Beweis dafür, das war alles über 24 Stunden im Gefrierfach. Und genau diese Produkte werde ich mir jetzt nach und nach wieder aus dem Kühlschrank rausholen, damit sie natürlich, während ich mich schminke, nicht immer auftauen. Und wir werden jetzt gleich sehen, ob ich erstens einen schönen Make-up-Look damit schminken kann, was sein muss, weil ich gehe jetzt tatsächlich gleich mit diesem Make-up hier auf einen Ball. Also das Make-up muss schön werden. Wir haben hier keine andere Option. Und zweitens, ob man sich damit überhaupt schminken kann. Ich glaube nämlich, so die flüssigen Produkte, Primer, Foundation, Setting Spray, werden etwas schwierig. Aber wir lassen uns einfach überraschen. Ich würde sagen, zieht euch eine Mütze auf, einen Schal, eine dicke Jacke und los geht's! Wir haben hier meinen tiefgefrorenen Primer. Ich meine, von der Verpackung her sieht der relativ normal aus. Man sieht, dass da schon so ein bisschen was aufgetaut ist. Boah, das ist so kalt. Aber der fühlt sich hart an. Oh, wartet, ich halte den gerade zu meinem Mikrofon. Hört ihr das? Da ist so glibbriges Eis, glaube ich, drin. Und wir werden es probieren, da ein bisschen was rauszubekommen davon. Weil wie gesagt, das ist sehr hart. Man kann das fast nicht drücken. Oh, es kommt was. Es kommt was. Komm schon. Wir haben eine kleine Pampe bekommen, also ich glaube, normalerweise ist er flüssig. Aber er taut auf jeden Fall schon ganz schnell auf meiner Hand auf, weil meine Hand so schön warm ist. Ah, oh, das fühlt sich sogar richtig angenehm an. Ah, oh, schön kühlender Primer. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie erleichtert ich gerade bin, dass wir überhaupt irgendwas rausbekommen haben. Ich habe nämlich schon Schlimmes befürchtet. Wir machen jetzt weiter mit Foundation und da muss jetzt bitte auch etwas rauskommen. Ich glaube, das sieht man tatsächlich ganz gut, wie eingefroren die ist. Warte, wenn ich hier so drüber gehe. Da schön auftaue wieder. Wartet, aber die ist tatsächlich nicht so fest wie der Primer. Schau, ich bin jetzt kein Wissenschaftler oder so, aber vielleicht ist da Öl drinnen und ist deswegen nicht wirklich gefroren. Okay, Leute, ich sollte lieber nicht so viel drüber sprechen, weil ich kenne mich wirklich nicht mit sowas aus. Ich hätte vielleicht in Physik ein bisschen besser aufpassen sollen, aber ihr könnt mir gerne mal in den Kommentaren Bescheid geben, falls ihr ein bisschen braver in der Schule wart. So, diese eiskalte Foundation trage ich jetzt mit einem Schwämmchen auf. Also wie ich schon gesagt habe, ich hätte das vielleicht im Sommer machen sollen, weil ich glaube, im Sommer ist das herrlich so. Einem ist heiß, man schwitzt vielleicht so ein bisschen und dann tragt man eine eiskalte Foundation auf sein Gesicht auf. Aber ich muss sagen, obwohl es jetzt Winter ist, ist es trotzdem irgendwie angenehm, weil ich liebe es einfach, wenn das Gesicht so gekühlt wird. Und ich friere so normalerweise nicht mein Make-up ein, aber ich gebe teilweise Sachen in den Kühlschrank. Zum Beispiel so mein Augenserum oder generell so Skincare, Eyepatches kann man auch in den Kühlschrank reingeben. Vielleicht muss man es ja nicht einfrieren, weil ich glaube, vielleicht werden die dann richtig hart. Kann ich auch mal ausprobieren. Aber halt in den Kühlschrank, damit was schön kühl ist. Es gibt ja auch so eigene Mini-Kühlschränke für Skincare. Ich wollte auch schon immer so einen haben. Das bringt mich gerade auf blöde Ideen. Ich glaube, ich bestelle mir noch einen. Weiter geht's mit Concealer. Das Gute bei dem ist, dass ich da jetzt nichts rausquetschen muss. Das heißt, wenn er gefroren ist, dann kann ich ihn trotzdem irgendwie noch so verwenden, weil er in so einer Concealer-Verpackung drin ist. Aber der ist tatsächlich auch nicht gefroren. Aber ich nehme mal an. Boah, der ist richtig schön kalt. Oh, das fühlt sich so gut an unter den Augen. Oh. Himmlisch, himmlisch. Okay, Leute, Concealer ab sofort immer in den Kühlschrank. Wenn ihr noch bei euren Eltern wohnt, dann macht das unbedingt und schaut, wie eure Eltern reagieren. Wenn plötzlich so neben den ganzen Lebensmitteln, so neben dem Käse und der Milch, liegen plötzlich Concealer und Primer. Okay, macht es vielleicht doch nicht. Vielleicht ist das nicht ganz so hygienisch jetzt, wo ich drüber nachdenke. Außer ihr putzt es davor ganz gut. Aber wenn ihr es macht, dann sagt nicht, dass es meine Idee war, okay? Sonst kriege ich noch Ärger. Ich glaube, ihr werdet gleich sehr schockiert sein, aber ich habe mich einfach dafür entschieden, mein Charlotte Tilbury Contour-Stick einzufrieren. Es war eine schwere Entscheidung, aber ich wollte es irgendwie riskieren. Der ist komplett gefroren. Schau dich das mal an. Wow, wow, diese Eisschicht, wie cool. Boah, jetzt bin ich gespannt. Boah, das ist fester zu als sonst. Ich bin jetzt so gespannt. Okay, der hat hier vorne so einen Schwamm, der sehr kalt ist. Dann kann man den aufdrehen und dann drückt man, um das Produkt nach unten zu kriegen. Man kann auf jeden Fall ein bisschen drücken. Aber es ist so kalt, dass ich das fast nicht anfassen kann. Oh, kommt was? Irgendwie kommt weniger als sonst. Habe ich das jetzt eh nicht kaputt gemacht, oder nein? Kann nicht kaputt sein. Oder? Es kann nicht kaputt sein. Ist das kaputt? Hallo? Warum kommt da nichts? Hallo? Hallo? Okay, ich glaube, es ist vielleicht da drinnen zugefroren, deswegen kriege ich kein Produkt
direkt raus. Aber ich glaube, wir haben noch so ein bisschen was am Schwamm übrig. Nicht viel, aber genug. Jetzt kriege ich doch ein bisschen eine Panik. Hätte ich vielleicht doch nicht riskieren sollen. Ich lerne daraus. War auch irgendwie eine dumme Idee. Aber egal. Schauen wir mal, ob man das normal verblenden kann. Okay, bis jetzt wirkt so. Ja. Okay, das Produkt ist zumindest wie immer. Oder halt so ein bisschen kühler als sonst. Aber lässt sich verblenden. Also sollte es vielleicht nicht kaputt sein. Machen wir direkt weiter mit dem Blush. Um den mache ich mir nämlich auch ein bisschen Sorgen. Ich wollte die extra so verschiedene Produktarten nehmen, um zu sehen, so wie die Produkte auf die Kälte reagieren. Und jetzt habe ich so einen Stick Blush genommen von Catrice. Ja, ich würde sagen, den können wir wenigstens mal nach oben drehen. Wie der jetzt funktioniert, weiß ich. Boah, der ist kalt. Boah, der ist kalt. Das ist, als würde ich einen Eiswürfel auf meiner Wange reiben. Boah, das ist wirklich kalt. Aber es klappt. Ich habe so das Gefühl, er ist ein bisschen härter als sonst, was auch irgendwie Sinn macht, wenn man ihn einfriert. Aber er ist wirklich, 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 wirklich kalt. Kann mir gut vorstellen, dass es ein bisschen schwerer zu verblenden ist, einfach weil es natürlich weniger cremig ist. Obwohl, schaut mal, geht ja super. Geht sogar gefroren super. Muss schon sagen, ich hatte ein bisschen Respekt vor dieser Challenge. Aber ich bin ein riesen Fan. Ich brauche unbedingt diesen Mini-Kühlschrank. Nein, ich brauche keinen Mini-Kühlschrank. Ich brauche nochmal einen extra großen Kühlschrank, nur für mein Make-up. Wisst ihr was? Keine Make-up-Schränke mehr, okay? Nur noch Make-up-Kühlschränke. Und jetzt kommt noch etwas, auf das ich sehr gespannt bin. Und zwar mein Puder. Schaut mal, das ist weißes Puder. Und ich dachte mir so, keine Ahnung, weißes Puder, das eingefroren ist, ist ja fast wie Schnee. Also vielleicht sieht das, also vielleicht wirkt das jetzt so wie Schnee. Leute, wenn man da rein riecht, riecht es einfach nach Kühlschrank. Also es sieht auf jeden Fall normal aus. Ich habe so ein Gefühl, es wird nicht normal sein, weil ganz ehrlich, ich habe noch nie so kaltes Puder verwendet. Okay, ich nehme es mir. Es ist kalt. Das ist einfach ein komisches Gefühl. Es ist einfach, ich meine, das fühlt sich an wie Puder, das kalt ist. Gut erklärt, oder? Ich meine, es ist jetzt nicht so kalt, dass es sich anfühlt, als würde ich Schnee auf mein Gesicht machen. Gebe ich jetzt ehrlich zu. Es fühlt sich an. Fühlt sich irgendwie nass an fast. So wie, keine Ahnung, irgendwie verbinde ich Kälte mit Nässe und deswegen fühlt sich das so an, als wäre es so ein bisschen, weiß ich nicht, so unter kaltem Wasser gewesen oder so. Boah, okay, ich muss aufhören, euch das zu beschreiben, weil ich glaube, ich verwirre euch nur noch mehr. Muss aber sagen, ich bin auch ein Fan von kaltem Puder. Ich bin bis jetzt von jedem einzelnen Produkt ein Fan gewesen. Das mit dem Primer war vielleicht ein bisschen, weil es schwer war, den rauszupressen und ich nicht genug Muckis dafür habe. Aber der Rest, eine 10 von 10, wirklich besser als normal. Machen wir weiter mit Augenbrauen. Da habe ich ein gutes Augenbrauen eingefroren und einen Augenbrauenstift. Ich finde, bei denen ist es so 50-50. Entweder sie funktionieren einfach so wie gewohnt oder es ist ganz anders. Starten wir mal mit dem sehr eingefrorenen Augenbrauengel. Oh, geht auf jeden Fall. Oh, das war davor nicht, weil das verwende ich öfters. Das hat sich anscheinend. Ja, kann sich irgendwie Kleber lösen, wenn man etwas einfriert? Weiß ich nicht. Ja, also der fühlt sich so vom Gefühl hier anders an. Also erstmal ist er auch, ich sage das jetzt zum tausendsten Mal, ganz ehrlich, wie oft habe ich schon kalt in diesem Video gesagt? Ich sage es jetzt nochmal, es fühlt sich sehr kalt an. Es ist nämlich wirklich halt so kalt. Kennt ihr das, wenn ihr irgendwie so einen Eiszapfen angreift oder so Schnee und eure Hand beginnt so zu kribbeln und ihr denkt so, ihr werdet gleich festgefroren? So fühlt sich das an, wenn ich diese Make-up-Produkte halte. Das tut schon richtig weh auf meiner Hand. Jedenfalls fühlt sich das komisch an. Gehe jetzt einfach mal durch meine Augenbrauen durch. Ja, es ist irgendwie so steif gefroren, finde ich, habe ich das Gefühl. Also normalerweise ist das hier so ein bisschen, ja, cremiger. Jetzt, wenn ich so richtig durchgehe, dann spüre ich so, wie es so macht. Es ist anders, aber ich glaube, ich gebe es einfach so ein bisschen Zeit auf meinen Augenbrauen, um aufzutauen und dann sollte es eigentlich wie gewohnt funktionieren, hoffentlich. Aber es kommt zumindest ein bisschen Gel auf meine Augenbrauen. Das ist ja die Hauptsache, oder? Also ich muss schon sagen, Augenbrauenprodukte sind jetzt die ersten, wo ich mir denke, es ist ein bisschen unnötig, weil ich brauche jetzt nicht unbedingt kalte Augenbrauen. So am Gesicht ist es ja irgendwie angenehm. Auf den Augenbrauen ist es einfach nur ein bisschen komisch. Dann schauen wir mal, wie sich der Augenbrauenstift schlägt. Ich habe jetzt Angst, dass man mit dem nicht so gut malen kann, weil er vielleicht so ganz festgefroren ist. Doch, er malt. Hey! Er malt sogar gefroren. Das ist ehrlich gesagt überraschend. Ich habe jetzt echt damit gerechnet, dass der einfach nur, ein Eisklotz ist. Ich wollte gerade sagen, ich könnte mal auch so ein Experiment machen, wo ich meine Make-up-Produkte in die Mikrowelle gebe. Aber ich glaube, das ist keine gute Idee. Also ich glaube, erstens mal würden ein paar von diesen Make-up-Produkten explodieren. Und zweitens, ich weiß nicht, ob ich einen geschmolzenen Augenbrauenstift haben möchte. Leute, ich wollte gerade sagen, wir machen weiter mit Lidschatten. Da ist mir ein kleines Fauxpas passiert. Und zwar wollte ich den aufmachen, okay? Und plötzlich passiert das hier. Ich weiß nicht, warum das passiert ist. Es war auf jeden Fall davor nicht so. Ich weiß nicht, ob, wie gesagt, irgendwie das mit dem Kleber komisch ist im Gefrierfach. Ob dann irgendwie der Kleber nicht mehr so gut hält und bröselig wird. Oder ob irgendwie was hier mit dem Magneten irgendwie war, dass der zu stark war, aber auf jeden Fall, ja, die Palette ist ein bisschen hinnig. Ich kann die natürlich wieder dran kleben, das sollte kein Problem sein, aber ich will damit sagen, gebt vielleicht euren Lidschatten nicht in den Kühlschrank. Aber schaut mal, wie wunderschöne Farben diese Palette hat. Übrigens sind die Farben gerade alle sehr kühl, sehr kalt, wie ich jetzt schon tausendmal gesagt habe.
habe. Je öfter ich das sage, desto blöder komme ich mir vor. So, wow, Sachen, die gerade im Kühlschrank waren, sind kalt. Wer hätte das gedacht? Ein Wunder. Jedenfalls sind da voll schöne so rosa-lila Töne, würde ich jetzt mal sagen, drin. Das Kleid, das ich heute zu diesem Ball anziehe, ist auch so Fliederfarben. Deswegen, glaube ich, passt das ganz gut. Bin gerade drauf gekommen, ich habe euch noch gar nichts über diesen Ball gesagt. Übrigens, der Lidschatten funktioniert ganz normal. Er fühlt sich nicht mal kalt am Auge an, weil ich glaube, das ist nur so wenig da am Pinsel, dass das sich nicht mal irgendwie anfühlen kann, weil man das nicht spürt. Also, ich gehe heute auf den Regenbogenball zusammen mit L'Oreal und NYX Cosmetics und da freue ich mich jetzt schon voll drauf. Bin wie immer ein bisschen spät dran, aber ich dachte mir, besser spät als nie, oder? Schau mal, besser mein Make-up sieht gut aus, als rechtzeitig kommen. Naja, rechtzeitig, also ein Ball, da gibt es schon ein Programm, aber da ich ja nicht Walzer tanzen kann und sonstiges, ist mein Programm eher so Disco tanzen und die Disco ist die ganze Nacht offen. Deswegen ist es egal, ob ich um 18 Uhr zum Walzer komme oder erst um 12 Uhr zur Disco, weil ich bin den ganzen Abend in der Disco. Also Disco tanzen kann ich eigentlich auch nicht wirklich. Ich kann nur, wartet, was kann ich? Dann die Welle. Und das war's auch schon wieder. Und falls ihr euch gerade fragt, so Paula, tanzt du wirklich so im Club? Ja, könnte sein, dass ich mich ein bisschen peinlich verhalte. Aber Hauptsache, man hat Spaß. Was mache ich denn heute für einen Lidschatten? Schau, ich beginne immer schon so drauf zu klatschen, ohne dass ich überhaupt überlege, was oder wie ich mich schminken möchte. Ich glaube, ich mache heute so eine Art Halo Eye. Für alle, die nicht wissen, was das ist. Das ist so, wenn außen dunkel ist und in der Mitte so ein Halo, so ein heller Strahl nach oben. Ihr könnt mir gerne mal verraten, ob ihr schon mal auf einem Ball wart. Ich war letztes Jahr schon auf demselben Ball. Und dann war ich halt früher so auf Schulbällen. Also am Schulball von meiner Schule in Wien, aber auch am Prom, also im Schulball von meiner Highschool in Amerika. Ich muss schon sagen, das ist ein bisschen cooler, weil da ist halt jeder so richtig dabei. Also da geht jeder sich so das perfekte Ballkleid kaufen und man wird nach einem Date gefragt. Es gibt dort sogar ein Dinner, also das ist so ein richtiges Event dort. So, man muss sich in der Schule die Tickets kaufen und keine Ahnung, was es dort alles gibt. Prom Queen und Prom King, das gibt es hier bei uns alles nicht. Also zumindest bei meinem Schulball gab es das alles nicht. So, ich nehme jetzt so ein Applikator-Ding, was man eigentlich fast nie verwendet. Und fahre damit in diesen wunderschönen so rosa-lila Ton rein. Schimmer natürlich. Und der kommt jetzt hier in die Mitte. Und was meint ihr? Sieht schon schick aus, oder? Noch aufs andere Auge und dann werde ich das noch so ein bisschen miteinander alles gut verblenden. Wisst ihr, was bei mir heute das Gute ist? Dieser Ball ist, glaube ich, eher so im Dunkeln. Also ich finde generell, wenn man sich so für einen Club oder sowas zum Ausgehen schminkt, dann ist es erstens mal schon dunkel draußen. Und zweitens finde ich, ist in solchen Locations auch das Licht jetzt nicht so hell. Und wisst ihr, was das bedeutet? Niemand kann dich so gut sehen. Das heißt, wenn irgendwas fleckig ist oder irgendwas nicht ganz so doll aussieht, sieht das doch niemand. Geben wir jetzt aber trotzdem Mühe. Man weiß ja nie. Vielleicht gehen plötzlich alle Lichter an und so ein riesen Scheinwerfer auf mir. Leute, das wäre mein Albtraum. Ich glaube, man merkt mir das in den Videos nicht so stark an. Vielleicht ein bisschen, aber ich bin eigentlich so voll schüchtern. Also, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Früher, wirklich als Teenager oder als Kind auch, war ich extrem schüchtern. Also so, dass ich bei fremden Leuten fast kein Wort rausgebracht habe teilweise. Also es kam immer auf die Situation drauf an, aber meistens war es so. Mittlerweile bin ich halt schon ein bisschen selbstbewusster geworden. Ich glaube einfach, weil ich jetzt schon ein paar Jahre erwachsen bin. Naja, im Herzen nicht, aber halt laut meiner Geburtsurkunde. Und ich glaube, da lernt man einfach viel so dazu, wie man das auch gut überspielt, wenn man schüchtern ist. Außerdem habe ich so ein bisschen ein Lebensmotto, so, wenn irgendwas peinlich ist, dann ist es auch egal, weil man kann es sowieso nicht ändern. Deswegen versuche ich mir einfach ein bisschen weniger Sorgen so zu machen in meinem Leben und ein bisschen mehr, ja, zu riskieren. Aber wenn es jetzt um solche Sachen geht, wie zum Beispiel eine Rede halten oder so, oder wenn richtig die Aufmerksamkeit auf einem ist, so, weiß ich nicht, ein Auftritt oder ein Referat in der Schule, boah, das ist mein absoluter Horror. Horror, Horror, wirklich Horror. Ich musste bei der Hochzeit von meiner Schwester eine Rede halten und ich liebe meine Schwester, deswegen will ich alles für sie machen. Aber das war auch der Horror für mich. Einfach, weil ich so nervös bin vor sowas. Ich mag es einfach nicht, wenn mich alle anschauen. Was irgendwie komisch ist, wenn man bedenkt, dass ich YouTube-Videos und auch TikToks für Millionen Leute poste, also potenziell für Millionen. Aber irgendwie, das ist was anderes, weil jetzt gerade sitze ich ja ganz alleine in meinem Zimmer und dann stört mich das nicht so. Aber wenn ich das live machen müsste, zum Beispiel, wenn jetzt alle live vor mir sitzen würdet. Nee, dann wird das nicht so gut klappen. Machen wir weiter mit Eyeliner. Leute, als ob Eyeliner nicht schon schwer genug wäre. Jetzt muss ich den auch noch mit einem gefrorenen Eyeliner machen. Oh, da ist mal wieder sehr kalt. Bitte, kann bitte wirklich jemand mitzählen, wie oft ich das Wort kalt sage und es kommentieren. Bitte. Jedenfalls, jetzt haben wir ein Problem. Jetzt haben wir ein Problem. Ich wusste schon. Schau mal, ich grinse gerade aus Verzweiflung, weil ich schon wusste, dass irgendwas passieren wird. Ich hatte schon so einen Funken Hoffnung, dass das Make-up gut verlaufen wird, weil bis jetzt gefällt es mir ganz gut. So, ich würde so gerne auf den Ball gehen, so ein bisschen dramatisch, ein bisschen cool. Leute, diesen Eyeliner. Ich glaube, den kann man jetzt erstmal die nächsten paar Stunden vergessen, weil der ist eingefroren. Das
ist übrigens auch einer meiner Lieblings-Eyeliner. Das heißt, wenn der jetzt nicht auftaut und wieder normal ist, dann kriege ich einen Nervenzusammenbruch. Jedenfalls sieht das Ganze so aus. Sieht vielleicht ein bisschen normal aus, aber es ist ein bisschen ein steifes Ding. So, also sorry, aber was ist das für eine Paste da oben? Ich kontrolliere kurz, ob man damit einen normalen... Oh, okay, er geht, aber er geht. Ich glaube, es ist so. Er ist festgefroren zwar, aber auf meiner Haut schmilzt er schnell genug, um zu einem guten Eyeliner zu werden. Es ist noch nicht alles verloren. Hey, er funktioniert. Okay, ich hatte jetzt schon kurz Panik. Er funktioniert. Ich glaube, der taut gerade relativ schnell auf. Er ist aber auch wirklich sehr kalt. Oh, ich habe schon wieder gesagt, gibt's doch nicht. Also ich schätze, ich habe es jetzt im Video schon so 30 Mal locker gesagt. Und ich werde es auch noch 30 Mal locker sagen. Aber man spürt die Kälte auf jeden Fall am Auge. Was wieder ziemlich angenehm ist. Ich muss aber sagen, er funktioniert nicht ganz so gut wie sonst. Also irgendwie ist er halt so ein bisschen verklebt. Und irgendwas stimmt mit diesem Applikator nicht, weil und das jetzt für Franzen. Das hatte der davor nicht, glaube ich. Der Eyeliner wurde nicht perfekt und es war tatsächlich auch ein bisschen eine Challenge, muss ich sagen. Ich musste die ganze Zeit rein und raus tippen, weil irgendwie nie genug auf den Pinsel kam und das sofort irgendwie so komisch wurde. Ich meine, was erwartet man von einem eingefrorenen Eyeliner? Wirklich, jetzt was habe ich mir erwartet? Ich glaube, es wird jetzt ähnlich schwierig mit der Mascara. Schauen wir mal, wie die denn so... Das ist einfach dasselbe wie beim Eyeliner. Es ist irgendwie so ganz trocken und batzig, obwohl das eine komplett, also fast unbenutzte Mascara ist. Boah, ja, das fühlt sich trocken an, wie Schmirgelpapier auf meinen Wimpern. Also wirklich, Leute, Gesichtsprodukte in Kühlschrank, ja. Augenprodukte, nein. Großes Nein. Boah, meine Wimpern, oh, das sieht ja schrecklich aus. Normalerweise mag ich die Mascara voll gerne, aber so kann man die tatsächlich vergessen. Das macht mich jetzt irgendwie ein bisschen nervös. Ich wollte nämlich gerade sagen, okay, dann nehme ich eine andere Mascara. Nein, kann ich natürlich nicht. Das ist ja meine Challenge, dass ich mit dem eingefrorenen Make-up schminke. Ich kann nicht einfach das nehmen, was ich gerade haben möchte. Boah, die unteren Wimpern werden jetzt richtig batzig, glaube ich. Aber zumindest pusht sie ein bisschen. Ja, seht ihr das? Richtige Batzen. Normalerweise ist die nicht so. Ich habe irgendwie die Hoffnung, dass die langsam so ein bisschen auftaut. Fühlt sich schon ein bisschen besser an. Ich glaube, je mehr ich so auf meinen Wimpern rumstreiche, desto weicher wird sie. Ja, es geht schon durch so, oder? Okay, sie taut auf. Sie taut auf, Gott sei Dank. Es ist noch nicht alles verloren. Ich gebe jetzt nämlich sowieso noch Lashes auf und Leute, die habe ich einfach auch eingefroren. Kein Witz jetzt. Ich habe Lashes eingefroren. Lohnt sich das? Also tut sich da überhaupt irgendwas? Nein. Aber irgendwie war ich so, keine Ahnung, ich will mein ganzes Make-up einfrieren, deswegen auch die Lashes. Und mit denen ist tatsächlich fast nichts passiert. Die sind, ich sage zwar jetzt wieder das Wort, aber diesmal ein bisschen anders. Und zwar, die sind nicht kalt. Also sie sind ein bisschen kühl, aber gar nicht so kalt wie die anderen Sachen. Aber, Alarm, Alarm. Ihr wisst ja, man muss die Lashes dann immer hier so abziehen und da bleibt einfach der ganze Kleber so richtig hängen. Okay, doch nicht so richtig, aber ein bisschen. Das bestätigt wieder meine Theorie, dass irgendwie Kleber im Kühlschrank kaputt geht. Wisst ihr, was ich aber tatsächlich nicht eingefroren habe? Mein Wimpernkleber komme ich gerade drauf. Und das ist wahrscheinlich gut so, weil ich will nicht wissen, was mit dem passiert wäre. Die Lashes, die hat mir übrigens mein Freund geschenkt, was voll süß ist. Das sind Game of Thrones Lashes von dieser, also eine Make-up-Kollektion von der Serie. Falls ihr die nicht kennt, dann seid ihr wahrscheinlich zu jung, auch um die zu schauen, weil ich glaube, die ist ab 18. Die ist nämlich sehr brutal. Also kann ich nicht empfehlen, wenn ihr unter 18 seid, aber falls ihr über 18 seid, dann kann ich sie euch sehr empfehlen, weil die sehr cool ist. Ja, und mein Freund hat mir die Lashes geschenkt, eben weil wir die Serie zusammen gesuchtet haben und geliebt haben. Ich muss schon sagen, die Lashes sind super schick und Leute, ich habe einfach vergessen, Highlighter aufzutragen. Den habe ich auch eingefroren, wie alles andere sonst. Und der ist sehr kalt. Ich glaube, da sieht man wieder gut, wie sehr der eingefroren ist. Ah, warte, ist das innen? Ah ja, innen ist es. Ah, es ist innen eingefroren, vernebelt. Dann gehen wir da mal schön rein. Wie sieht der komisch jetzt aus? Das ist jetzt so das erste Pudergesichtsprodukt, das ich eingefroren habe. Funktioniert der eh noch? Ja, okay, funktioniert noch. Ah ja, boah, da spürt man wieder die Kälte am Gesicht. Und es fühlt sich schon wieder so nass an, so wie ich gesagt habe. So, keine Ahnung, kalt ist gleich nass. Fühlt sich gerade echt so an, als hätte ich irgendwie ein Liquid-Produkt auf meinem Pinsel. Ich gehe heute auf den Ball. Das heißt, ich kann ruhig viel Highlighter verwenden, oder? Kann ja schön glänzen dort. Und ich will auch unbedingt hier auf meinen Innenwinkel was geben. Ich finde, das braucht gerade echt Sparkle. Schaut, das sieht doch gut aus. Ja, das hat bei dem Make-up noch gefehlt. Und ein kleines Tupfi auf die Nase. Und dann können wir auch schon weitermachen mit den Lippen. Da habe ich natürlich einen Liquid Lipstick eingefroren, weil ich sehen wollte, was da passiert. Und der ist normalerweise sehr flüssig. Das ist übrigens der Matte Resistance von L'Oréal Paris. Den mag ich eigentlich sehr gerne. Deswegen finde ich es auch gut, dass ich den gleich auftragen darf. Ich habe noch ein bisschen Angst, dass der jetzt anders ist.
Er fühlt sich wieder sehr kalt an. Ah, relativ ähnlich. Vielleicht so ein bisschen dicker. So ein bisschen, ja, dickflüssiger, also musiger als normalerweise. Aber ich kann ihn trotzdem noch sehr schön auftragen. Kann mir vielleicht irgendwer von euch in den Kommentaren erklären, warum manche von den Make-up-Produkten nicht ganz einfrieren? Also warum die nicht einfach ein harter Klotz sozusagen werden? Es könnte aber sein, dass unser Lipgloss zu einem Klotz zusammengefroren ist. Der sieht nämlich ein bisschen komisch schon aus. Der Maybelline Lifter Gloss. Und seht ihr das? Das sieht doch eigenartig hier aus, oder? Oh! Oh, der lässt sich relativ schwer aufschrauben. Ganz anders als sonst. Der Applikator, Leute, der Applikator. Es sieht ganz komisch aus. Schaut mal, was ist das für ein Klotz da oben? Was ist das Lustiges? Soll ich probieren, ihn aufzudrücken? Oh, es ist Eis. Wirklich, es ist Eis. Also man kann es... Es schmilzt gerade, ja, und ich es auftrage. Aber es hat sich zuerst angefühlt, wirklich wie ein Eis. Ein Eiswürfel. Ich trage gerade einen Eiswürfel. Boah, ich komme da ganz fast nicht rein. Wow. Wow. Seht ihr das? Da, diese kleinen Zäpfchen hier. Das ist alles komplett gefroren. Ich habe den schon ein paar Mal benutzt. Ich glaube, wenn der ganz voll gewesen wäre, hätte ich den Applikator nicht mal rausbekommen, weil das so eingefroren ist. Jetzt habe ich ein bisschen Angst, muss ich ehrlich sagen. Ich habe jetzt echt Angst. Mein allerletzter Schritt nämlich für heute ist Setting Spray. Leute, dieses Setting Spray hier. Ihr seht es gut, oder? Schaut mal, das ist Eis. Das ist Eis. Das hier ist Eis. Und es ist so hart. Es ist hart. Wenn ich so mache... Normalerweise würdest du jetzt gluck, gluck, gluck machen. Es macht kein gluck, gluck, gluck. Es macht wieder das wie der Primer. Also wartet genau hin. Es ist Eis da drinnen. Es ist so eine komische Eispampe wieder. Aber ich glaube, ich kann das nicht sprühen wahrscheinlich. Oh, oh Gott, ich kann es nicht mal runterdrücken. Ich kann es nicht runterdrücken. Es geht nur ganz... Nee. Vielleicht... Ah. Schau, es lockert sich jetzt schon so ein bisschen. Es ist gerade, glaube ich, so ein Eisklotz, der sich so hin und her bewegt im Setting Spray. Ich würde ihn aber so gern verwenden. Nee, der ist tiefgefroren. Das ist einfach nur eine Eismasse, okay. Ich meine, ich finde es zwar gerade ein bisschen schade, aber ich bin froh, dass es nur das Setting Spray war, was nicht funktioniert hat, weil das war wirklich unser einziges Produkt, das gar nicht klappt. Also ich finde, dafür, dass alles, wirklich alles eingefroren war, hat es heute überraschend gut funktioniert und ich finde den Look auch sehr, sehr schick. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich selber einen Daumen nach oben freuen und wenn ihr mich eventuell abonnieren möchtet. Es kommt nämlich sehr bald an Valentinstags-Make-up und das wollt ihr nicht verpassen. Ansonsten wünsche ich noch einen wunderschönen restlichen Tag. Ich mache mich jetzt fertig für den Ball und ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder. Tschüss!